Gut. Dann haben wir mal das hier, den ersten Schritt erledigt. Es ist nochmal Nacht, ich gehe nochmal ein bisschen Zombie killen, dass ich vielleicht eine Karotte ergattere, dass ich mir die Karottenfarm machen könnte. Ich hoffe, es ist hell genug. Wenn nicht, dann merke ich sie für die nächste Aufnahme. So. Denn ich habe gemerkt, dass die Musik auch wieder lauter wurde, weil ich Soundoptimierungen durchgeführt habe, wie man schon sicher bemerkt hat. Und ja, jetzt warte ich auf Zombies. Zombies. Nein, das sind Skelette, das sind Schweinchen. Das sind Creeper, ein Böser, ja. Aber ich will einen Zombie. Dann gucken wir mal da zu dem Zombie hier rüber, der vorgibt, einer zu sein und auch einer ist. Den werde ich mal hier runter snipen, quasi. Ah, apropos snipen. Oh Gott. Zwei Sniper. Nein. Und ein Schwein. Verdammtes Schwein. So. Nein. Ich will hier raus, ohne was kaputt zu machen. Komm. Schade. Wäre zu epic gewesen, einfach so. Warum ich jetzt auf einmal wieder so viel Hunger habe, ist mir jetzt ein bisschen unklar gewesen, aber gut. Man verliert ja allgemein jetzt extrem immer an Hunger. Finde ich jetzt. So. Ist wieder so ein dämliches Skelett. Wo ist denn das jetzt verschwunden? Dämliches Skelett. Ich bin ein Skelett und Skelette gern. Naja, auch egal. Aber anscheinend spawnt hier eh nichts mehr. Außer Schweine. Überall Schweine. Verdammte Schweine. Ihr habt keine getötet, ihr Schweine. Ja, genau, so schaut's aus. Na, es war zwar voll jetzt nicht im Beat. Aber ich könnte mir da schon was ausrechnen, dass hier irgendwann mal so ein Fenster entsteht und alles. Und ich will zu dem Zombie. Beziehungsweise ich will ihn zumindest einmal abschießen, dass ich seine EP bekomme. Und das ist sicher der Fall. Na, Karotte hat zwar nicht gedroppt, aber okay. Irgendwann wird schon der Fall sein. Und dann können wir uns Unsichtbarkeitspotion brauen. Etc. etc. Apropos brauen. Das wäre jetzt auch mal eine gute Idee nachzuschauen. Ob ich irgendwas zum Brauen schon habe. Oder nicht. Ich glaube zwar nicht, aber mal gucken. Nein. Nein. Ah, nö. Anscheinend nicht. Oh, ich habe gute Sachen. Neta, wir kommen, sage ich dann nochmal eine Runde so. Und zwar mit Riesenschritten, denn ich gehe jetzt sofort ins Nether. Es wird zwar ein bisschen riskant werden, aber das Diamantschwert ist ja fast kaputt, also. Normalerweise muss ich schon längst drin sein, aber bin ich eh so. Oh. Gingen wieder noch mal schnell raus hier. Okay. Ah, der Netherstein sieht ziemlich cool aus in dem Texture-Pack, muss ich mal sagen. Die anderen sieht ja eher langweilig aus, aber so sieht er auch extrem geil aus. Glowstone ein bisschen komisch. War der Gast auch? Hallo Gast. Ach, leck mich. So. Ich hab gesagt, Gast, du kannst mich mal. Wo war denn die Festung? Ich weiß es nicht mehr. Festung. Aber es ist deutlich nicht so laggy wie letztes Mal. Könnte auch an der 1.4 liegen. Mal schauen. Ich will jetzt hier eigentlich nicht unbedingt was abbauen, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. So. Ich könnte mich hier einfach hochbauen. Oder zumindest ein bisschen was abbauen, wie hier der Fall sein sollte jetzt. So. Okay, ich muss jetzt irgendwie hier hoch. Es das heißt. Bam, 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 da, da.
Und am besten setze ich hier noch eine Fackel rein, so, dass man auch was sieht. Naja, so viel bringt sich das auch nicht. Aber naja. Es geht ja durch wie eine Glücksspitzhacke. Ah, eine Glücksspitzhacke. Wie eine Effizienzspitzhacke durch Eis. Fast. Ah, durch Stein. So. Wenn durch Stein schaut, einmal klick. Ah, vergiss es. Vergesst es, was ich sagen wollte. So. Ja, das Angebot nehme ich natürlich an. Das sage ich nicht nein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt vom Textspeck so abgesehen ist, dass es so weiß ist, oder dass es einfach nur ein Grafikfehler ist bei mir. Und ich das Textspeck ein bisschen blöd installiert habe, quasi. Aber ich glaube, das ist so. Weil es hat ja die Randtexturen. Na, sieht zwar ein bisschen gewohnungsbedürftig raus, Junge. Aber okay. Und dass ich da hochkomme, ist allgemein ein Wunder noch. Aber da kann man nichts dagegen sagen. So. Aber hier ist extrem viel Glowstone. Ich glaube, das kann ich nicht alles jetzt mitnehmen. Und werde ich mir später holen natürlich auch noch. Aber als erstes suche ich jetzt wieder die Festung, die ich letztes Mal laut meinen Erinnerungen gefunden habe. Sonst muss ich nochmal in die Videos nachgucken. Wie das so war mit dem Weg. Muss ich jetzt ernsthaft, naja, hilft ja nichts. So. Und die letzten zwei hier mal. So. Gut. Dann schauen wir mal, wo uns die Reise so hinfiert. Ja. Das war steirisch. Hm? Fiat ist steirisch. Oh Gott. Okay, hier ist nur die Glowstone-Plantage quasi. Denn mehr hier ist ja auch nicht. Okay. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Da habe ich mir mehr erwartet. Deutlich mehr. Aber naja, was hilft's? Wo war denn noch mal die Festung, diese Böse? Irgendwo da draußen war sie doch. Oh. Mulmiges Gefühl hab. Egal. Puh, das war dann doch höher als erwartet. Boah. Das hat mich jetzt beinahe gekillt. Das wäre kacke gewesen. Wenn es ein Pick, das ist auch wieder so hoch. Oh Gott. Ich kram mich die lieber runter. Volle Konzentration beim Runtergraben hier. Das ist kacke, aber ich habe Gott sei Dank ein Crafting Table mit. Haha. Ich habe jetzt gedacht, das bin ich am Arsch, aber naja. Ich habe noch Holz und Eisen und so weiter und so fort. So. Wenn ich damit nicht auskomme, dann hilft nur noch Cobble. Also ich bin noch verpflegt, sehr schön. Gut, wenigstens Cobble ist besser als nix. So. Und hier können wir schon dann ohne Bedenken fast runterfliegen. So. Wo war nur diese Festung? Ja, und das ist die tollste Nether-Musik, die ich jemals gehört habe. Sarkasmus, ich liebe dich. So. Wo war die jetzt wirklich? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ich glaube, das war komplett in die andere Richtung. Erstmal. Aber wie ich da jetzt wieder zurückkomme, ist eine andere Frage. Also Not muss ich mich sowieso porten, also drauf gekackt, quasi. So, Netherfestung wäre jetzt nicht schlecht. Die darf ich dann auch nicht gleich vergessen markieren und so. Alter. Wo bin ich denn hier gelandet? Ehrlich jetzt.
Ich habe eh so viel Kack von dem Kackstein quasi. Und da kann ich mich hier ganz locker hochbauen. Weil hier runter will ich hier sowieso nimmer. Oder nicht so schnell hier runter, sagen wir mal so. So, dann haben wir mal das Ziel total verfehlt, was wir hier wollten. Das war jetzt bisher nur sinnloses Rumgerammel, wollte ich schon sagen. Sinnloses Rumgegammel. Und immer wenn ich den Kies sehe, bekomme ich Angst zum Drauftreten. Deswegen werde ich mal den auslösen. Okay, ich kann mich mal dieses Mal hier draufstellen. Oh, es ist wirklich nicht so viel, was ich runterfliege. Okay. Dann ist doch alles easy. Ich kann mich auch irgendwie erinnern, dass ich... Wow, das war knapp. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wann, seit wann hier die Lava ist, aber gut. Aber gut. Aber gut, sagen wir mal so. Ich bin irgendwo hier hochgegangen. Irgendwo hier hochgegangen. Ich weiß es doch noch, aber... Andererseits ist hier oben die Glowstone Farm und das passt dann auch wieder nicht. Keinen Plan. Vielleicht bin ich doch irgendwo in diese Richtung gegangen. Naja, im Moment kein Plan, sonst werde ich wohl mal das Nether nochmal resetten. Ach, egal, ich gehe nochmal hier rauf. Hilft dir nichts. Aber es ist schön, dass wir hier so ein Nether abgammeln und nichts Sinnvolles machen. Okay, wir haben ein bisschen Glowstone Staubchen mit. Ein bisschen Glowstone selber, aber naja. Und schon kommen nur mit 2 pro Ding raus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bringt die Spitzhacke mir mehr Glück, wenn ich das abbaue. Kein blassen Schimmer warum. Gehen wir halt mal in diese Richtung. Irgendwo muss ich schon hier quasi rausführen. Das ist schon ein bisschen besser. Aber hier muss ich wieder runterspringen. Und ich will nicht schon wieder runterspringen. Okay, egal. Okay. Jetzt haben wir halt noch 2 Leben. Aber mir kommt die Gegend eh so bekannt vor hier. Ah, Tatsache. Hier war ich doch schon. Denke ich mir ja. Hier war ich doch schon. Und hier drüben ist die Netherfestung. Genau. So war das. Und das Einzige, was jetzt ein Problem werden könnte, ist rüberbauen. Muss ich mich so ziemlich sicher. Das wird schwer jetzt. Ich darf jetzt nur hoffen, dass sich jetzt kein Gast mir nähert. Das wäre es. Wenn ja, dann wäre es übelst scheiße einfach nur. Ich kann einfach nur hoffen und will schon sagen, fast beten hier. Aber naja. Ich mache das lieber als Safety. Und werden mal hier ganz normal ein bisschen bauen. Wenn ein Gast schießt, dann muss ich sofort in Deckung gehen. Und ich hoffe, dass nicht mein Finger hier einschläft oder was. Dass ich hier dann runterfalle. Boah, oder dass die Lohen mich dann da drüben runterschießen. Und das wäre noch kackiger. Das wäre extrem kacke. Oder dass ein Leck mich runterschmeißt, so wie gerade der Leck. Ja, zum Beispiel der ist schon weg. Okay. Die Musik passt schon besser hier hin. Ich sollte hier nochmal extra hingehen, um etwas zu bauen und zu essen quasi. Aber ich mache hier mal einen Waypoint für die Netherfestung. Eingang.
Die sollte ich rötliche machen, natürlich. Oh, Orange gefällt mir auch. Exit Waypoint. So. Nix passieren jetzt darf. So, weil sonst ich komplett tot. Das wäre kacke. Besser sicher und drei breit als wie unsicher und tot. Natürlich kann es mir hier auch passieren, dass ich hier angegriffen werde und dann bam 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 einfach weg bin. Oh. So wie hier jetzt. Wo ist denn das Viech? Das möchte ich wissen. Dann kann ich es nämlich abschießen. Oh. Hey, ich hab's doch getroffen. Na, wo ist denn das Viech? Komm schon. Na, aber jetzt so. Schaut um die Gastträne und um 4, 5 Pfeiler, aber gut. Hilft eh nicht. Da drüben schon irgendwas gespawnt, noch nicht. Okay. Also bald ich da drüben im Junk. Oh Gott. Wo kommt jetzt der nächste da von unten wieder her? Gut. Ja, das wird noch ein bisschen beschwerlicheres Verfahren hier. Ob ich das in dieser Aufnahme noch schaffe? Das ist eine andere Frage. Man kommt schon. Sehr schön. Okay, jetzt hilft es wirklich nichts. Ich muss mal ein bisschen riskieren. So, und jetzt kann ich das wieder voll machen. Oh Gott. Oh Gott, das hat jetzt gerade so geleckt. Ich hatte so einen kalten Schauer gerade über meinem Rücken. Boah, Junge. Komm schon, zeig dich nochmal, Gast. Sehr schön. Zurück zum Absender. Hat man auch immer gern. So. Ich freue mich schon auf die Lohn. Ich freue mich schon so auf die Lohn. Und ich hab so Schiss, weil ich mich so zur Festung drehe. Oh mein Gott, es ist so gruselig gerade. Ja, aber Spannung habe ich gerade im Moment extrem.